Laufboom in Österreich. Dieser Mann lehrt das natürliche Laufen. Dieser Mann will die Jogger vom Denken weg und zum natürlichen Laufen zurückbringen. Der gebürtige Holländer Wim Loipers ist in Neuseeland aufgewachsen, hat eine Steirerin geheiratet und lebt jetzt im Burgenland. Der laufende Weltbürger ist in Amerika ausgebildeter Feldenkreistrainer und gibt den Teilnehmern seiner Laufseminare das Gefühl für die richtigen Bewegungsabläufe zurück. Das ist eigentlich nur dieses Drücken vom Boden weg. Es geht darum, etwas zu lernen, das man nur vergessen hat. Denn als Kinder laufen wir alle mühelos und natürlich. Das aber wird uns mit der Zeit ausgetrieben. Dann lass den Faden dich vorziehen und größer machen. Wir stehen mehr, wir sitzen mehr, wir bleiben ruhig. Die Eltern sagen auch, sitze mal ruhig, sei still, alles zurückgehalten. Und dann, wenn wir versuchen zu laufen, wenn wir dann sehen, wie die Leute laufen, dann sehen wir, dass die Beine bewegen. Und wir denken, zu laufen heißt es, wir müssen die Beine heben. Und wenn du dein Bein hebst, geht dein Schwerpunkt nach hinten. Und dafür fällst du wieder heim. Und das wird dann ein Kampf gegen dich selber und ein Kampf gegen eine Schwerkraft. Ja? Und wir müssen eigentlich schauen, dass die Schwerkraft uns hilft und das Laufen eigentlich leichter machen. Das ist reine Physik eigentlich. Ne? Ein Physiker wird das auch so erklären. Wim Loipers, von dem eine Seminarteilnehmerin meinte, er sehe aus wie der herabgestiegene Erzengel Gabriel, lehrt seine Schüler wieder mit dem ganzen Körper zu laufen und nicht nur mit den Beinen. Zweiter entscheidender Punkt ist die reine Nasenatmung, die das Laufen entspannend und mühelos macht. Was wir dann anfangen zu machen, ist, indem dass du dann laufen kannst, versuchen wir den Atem langsamer zu machen. Dass du eigentlich schließlich langsamer atmest, aber schneller laufst dafür, weil du den ganzen Lunge einsetzt. Einer, der von Wim Loipers bereits vor Jahren zum natürlichen Laufen bekehrt wurde, ist der ehemalige Fernsehintendant Dr. Rudolf Nagilla. Als ich 50 wurde, habe ich gewusst, ich muss was tun. Der Blutdruck war auch ein bisschen hoch. Ich habe dann gelesen, der geht runter, ist auch tatsächlich runtergegangen. Und dann aber habe ich einfach Feuer gefangen und jetzt heute laufe ich einfach gern. So gerne, dass Rudolf Nagilla sogar ein Buch darüber geschrieben hat. Zusammen mit Wim Loipers möchte er mit Gentle Running einen sanften und mühelosen Laufstil unter das joggende Volk bringen. Eine Art Antithese zum strikten Laufideal nach Ulrich Strunz gewissermaßen. Ulrich Strunz ist ein strenger Oberlehrer, der den Leuten droht, ihnen aber auch Versprechungen macht und sie so durchaus zum Laufen bringt. Aber das hat doch seine Tücken. Man läuft sozusagen, weil er es befiehlt. Da ist die Gefahr groß, dass man bald wieder aufhört. Man läuft nach seinen Geboten, man versucht viel zu wenig, sich selbst zu finden. Und da stecken viele Gefahren drinnen. Ich glaube, Laufen sollte letztlich von innen herauskommen. So, und Wim Loipers und Rudolf Nagilla begrüße ich jetzt sehr herzlich im Studio. Für Sie nichts Ungewöhnliches, im Laufen zu reden? Nein, nein. Das sollte man ja auch. Man sollte ja so laufen, dass man nebenbei sprechen kann, ne? Kann man. Aber hier gibt es auch natürlich eine andere Atemtechnik, was man verwenden kann. Das ist nämlich durch die Nase zu atmen. Das hat den Vorteil, dass man eigentlich den ganzen Lunge einsetzt. Mhm. Und hat auch den Vorteil, dass man nicht zu schnell läuft. Aha. Es gibt in diesem Buch Gentle Running diese schlicht klingende Formel 3 plus 1. Was heißt das übersetzt? Also wir haben ganz einfach, die ganze Methode, die Feldenkreismethode, haben wir reduziert auf drei Dinge. Das heißt, wir wollen schauen, wie der ganze Körper bewusster wird. Erstens müssen wir uns groß machen. Ja. Das heißt, wir müssen vorstellen, vielleicht der Faden von den Stirn, der uns nach vorne zieht und noch größer macht, das nimmt den Schwerpunkt weiter nach vor. Mhm. Zweitens ist es die Oberkörper, die dreht. Mhm. Meistens versuchen wir mehr aufrecht und mehr mit den Armen so zu laufen. Es geht eigentlich darum, ein bisschen freier, ja, Oberkörper drehen also zu lassen. Also sollen die Schultern sollen mitschwingen? Ja, ja, alles mitschwingen lassen, ganz gemütlich. Und wichtig dann das Dritte, das sehr wichtig ist, ist der Punkt von dem Fuß, was man wegdrückt. Das werden wir dann gleich zeigen. Aber es geht darum, dass die Schritte nicht zu lang sind und zu groß. Rudolf Nagilla, vor wenigen Jahren noch waren Sie als Informationsintendant auch mein Chef. Sind Sie damals schon gelaufen? Viel seltener als heute. Viel seltener als ja, heute? Ja, ja, ja. Einmal in der Woche oder so. Und jetzt? Wie oft laufen Sie heute? Fünfmal in der Woche, circa eine Stunde jedes Mal. Sie haben es schon im Film betont, es geht Ihnen darum, um dieses gerne Laufen. Ja. Jetzt gibt es viele Menschen, gerade Frauen, kenne ich da, die sagen, das Laufen ist irgendwie nicht das Richtige für mich. Ich habe zu viel Gewicht, ich habe einen zu großen Busen, es tut mir in den Gelenken weh. Ist diese Art des Laufens für jeden geeignet? Für jeden. Dicke und dünne, alte und junge, das funktioniert immer.
Das heißt, Sie haben kein bestimmtes Maß, Sie haben kein Ziel vor, sondern Sie hören in sich selbst rein? Das Ziel ist einfach Wohlbefinden. Das Ziel sind nicht Kilometer, Sekunden und so weiter. Das Ziel sollte eigentlich auch nicht abnehmen sein, weil man verbrennt schon Fett beim Laufen, gell? Haben Sie, bevor Sie mich mal etwas kennengelernt haben, selbst Dinge falsch gemacht beim Laufen? Ja, ich bin anders gelaufen. Ich habe zwar intuitiv immer schon in diese Richtung gelaufen, sonst hätten wir uns auch nicht gefunden. Ja. Aber ich habe natürlich viel dazugelernt durch ihn und wir haben ein Jahr lang sind wir miteinander gelaufen, immer wieder viel haben wir miteinander geredet und haben wir das Buch gemacht. Mhm. Aber was sind denn so die häufigsten Fehler, die auch gemacht werden? Was kann man überhaupt falsch machen beim Laufen? Also das größte Fehler, was ich beobachtet habe von den Leuten, ist, sie glauben, das Laufen hat was mit den Beinen zu tun. Versuchen, die Beine zu heben. Darum werden die Schritte vergrößert, Schwerpunkt geht nach hinten, kommen eher mehr mit den Fersen auf und fallen richtig in den Boden hinein. Man sieht das häufig auf der Straße, wo sie wirklich richtig einfallen. Das Zweite ist natürlich, sie machen sich auch klein. Dieses sehen, wie man auch sieht. Es gibt viele verschiedene Sachen, was Leute machen, aber das sind die größten, diese Idee von Fallen auf den Fuß. Und wie ist es jetzt mit dem Auftreten? Also dieses Vorfußlaufen wurde letztes Jahr propagiert, das hat vielen auch Beschwerden verursacht. Ja. Wo soll man jetzt auftreten? Naja, der Grund, ich würde es gar nicht wirklich betonen, war, es geht darum, den Schwerpunkt vorzubewegen. Mhm. Jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich muss vor oder hinten aufkommen, was die Leute dann denken, das hat nichts mit dem Rest von dem Körper zu tun. Das heißt, sie gehen weiter trotzdem, wie sie vorher gegangen sind. Jetzt steht, dass sie das machen, was sie vorher gemacht haben, machen sie das. Mhm. Ja? So, alles kommt durcheinander. Wir lassen die Beine aus dem Spiel, wir wollen nach vor. Das heißt, wir setzen ein Ziel, sagen, ich will dorthin laufen, wie unser Botenläufer. Der hat ein Ziel für seinen Augenschwerpunkt ist nach vor. Die Beine sind eher nach hinten. Und durch die Nase atmen? Fällt das nicht schwer? Nein, überhaupt nicht. Ich habe ihn von einem Tag auf den anderen umgestellt und der Grund für das Nasenatmen, der wichtigste Grund ist, dann atmen Sie automatisch mit dem Zwerchfell. Das heißt, so nützen Sie die ganze Lunge aus, vor allen Dingen auch den unteren Teil, der sozusagen der wertvollste Teil der Lunge ist. Durch den Mund können Sie nur viel flacher atmen. Und Babys übrigens können überhaupt nicht durch den Mund atmen, wie wir uns überhaupt auch immer wieder orientieren, wir beide. Was machen eigentlich die Kinder, wenn sie ganz klein und natürlich sind, wenn sie noch nicht vom Kopf her verbildet sind? Wenn jetzt aber Menschen einsteigen, die noch keine Laufprofis sind oder nicht so wie Sie beide das seit vielen Jahren und regelmäßig tun, sondern die einfach beginnen, soll man richtig gleich loslaufen oder kann man einfach schon noch gehen am Anfang? Ja, selbstverständlich. Sie können sogar mit Gehen anfangen und Sie sollen wenig, 10 Minuten am Anfang gehen, dann ein paar Laufschritte und so, sich ein bisschen damit beschäftigen, wie es geht und dann kommen Sie immer mehr ins Laufen hinein. Das ist, und vor allen Dingen nicht auf Leistung. Nicht auf Leistung, eigentlich nicht auf Abnehmen, auch nicht auf Abnehmen, sondern nur fürs Wohlbefinden. Gibt es einen richtigen Pulsbereich? Denn also Strunz hat immer gesagt, dieses unter 130 Puls sollte man sein. Braucht man da unbedingt ein Pulsmessgerät? Naja, das ist das Schöne von der Nasenatmung. Du kriegst nur so viel Sauerstoff, darum kannst du auch nicht schneller laufen. Aha. Und darum ist es für Leute, die anfangen, optimal. Weil wenn sie anfangen, die meisten können nur gehen, aber sie kriegen sonst keine Luft. Das muss sich erst entwickeln, die Nebenhöhlen, die Stirnhöhlen, alles wird effektiver. Und dann, wenn sie anfangen, schneller zu laufen, werden sie merken, die Nase fängt an zu brennen und sie kriegen keine Luft. Das heißt eindeutig, zu schnell, Tempo wieder zurück. Und so kann man immer sein eigenes Gefühl trauen, was ist natürlich jeden Tag ein bisschen anders. Und dann hat man immer das richtige Tempo. Sie laufen heute für uns am Laufband, aber das ist ja eher die Ausnahme, denke ich. Normalerweise immer in freier Natur. Das ist einfach das erste Mal, dass Sie das gemacht haben. Wirklich? Ja. Sie auch immer? Nein, am Laufband nie. Mir fällt noch etwas auf. Beim Laufen immer reden, wie jetzt der Arme, wie man es tun muss, das ist natürlich auch nicht günstig, vor allen Dingen für Anfänger nicht. Ja. Also am besten ist gerade für Anfänger allein laufen. Mhm. Und wo laufen Sie? Erstens überall, wo ich bin, auf der ganzen Welt, wenn ich unterwegs bin, aber natürlich hauptsächlich zu Hause. Ich wechsle Natur gern bergauf übrigens. Keine Angst vor dem Bergauflaufen, das ist was Wunderschönes. Und auch in neuen Städten, wo Sie erzählt haben, quasi statt Sightseeing machen Sie Wir haben da den Begriff geprägt im Buch Sightjogging von Sights. Es ist wunderschön, durch eine völlig neue, fremde Umgebung, speziell durch eine Stadt zu laufen, die man gar nicht kennt. Und man lässt sich bewusst verlaufen und fährt mit der U-Bahn zurück. Ich habe noch nie Städte so schön gesehen wie mit dieser Methode. Mhm. Gut. Wim, ich darf Sie bitten, da jetzt das kurz zu stoppen und beide Herren mit mir zu kommen. Denn was diese Feldenkreismethode nun ist und was man bei Ihnen in Seminaren so lernt, das werden Sie uns jetzt zeigen, vielleicht am besten einfach mit Gästen aus dem Publikum. Gibt es denn da jemanden, der mitmachen würde? Einfach interessierte, begabte Menschen. Wir brauchen zwei Personen brauchen wir, ja.
ein, zwei Personen. Ja, gut, die zwei wären optimal. Gut, dann nehmen wir die beiden. Herrscher, kriegen einen Applaus. Ist immer der Mut wert, vorzugehen. Bevor der Wim gleich das Zepter übernimmt, darf ich euch kurz vorstellen. Sie sind da. Markus Schaffhofer. Der Markus und. Bei dir, Claudia. Die Claudia. Läufer schon? Ja, ein bis zweimal die Woche. Und war das alles neu, was der Wim da gesagt hat? Oder gibt es da schon Dinge, die Sie berücksichtigen? Ja, eigentlich neu ist mir eigentlich nur, dass ich nur durch die Nase atmen soll, weil seit ich eigentlich laufe, ist sicher schon 10 Jahre. Ich habe schon Leichtathletik trainiert. Wirklich? Feldenkreismethode schon einmal gehört? Nein, eigentlich noch nicht. Noch nie gehört. Gut, Wim wird da jetzt weitermachen und quasi also, zeigen, was es da für Übungen dazu gibt. Das Wichtigste ist, ich muss die Schuhe mal ausziehen da. So bitte, mach das. Der Grund, warum wir die Schuhe ausziehen, ist, mit den Schuhen, den Post unter den Fuß, spüren wir eigentlich gar nicht mehr so richtig, wie der Fuß funktioniert, wie der abrollt. Und hier kriegen wir ein besseres Gefühl. Okay, und dann möchte ich euch mal bitte vielleicht nur zu gehen, um diese Kreise herum. Wir haben nicht so viel Platz, aber ja. Damals erst. Gehen wir ganz gemütlich und beobachte, wie der Fuß aufkommt, wie der Fuß von hinten nach vorne aufkommt. Es geht nur um den Gefühl zu entwickeln. Und dann fang an langsam, dich ein bisschen größer zu machen von deinem rechten Fuß und dann fall auf deinen linken Fuß runter. Du kannst dir vorstellen, du hast einen Holzbein. Du drückst und fallst wieder. Ja, genau, richtig. Mit deinem rechten Fuß, richtig, genau. Mhm. Ja, und was wir machen, ist, wir betonen, wir machen bewusst den Punkt, wo man dann wegdrückt. Wie gesagt, wir wollen nicht das Landen betonen, sondern eher das Wegdrücken betonen. Ja? Jetzt, während du dann weitergehst, versuch den Oberkörper nach links zu drehen. Und dabei wirst du immer, ja, schön, hey, machst du das gut. Sind sie ja. Sind schon zu gut, fast, sind sie ja, ne? Zu gut. Naja, unser ja, Publikum. Dreh und du kannst auch mit dem Fuß drehen. Das heißt, auf diesen Punkt, wo man wegdrückt, dreht man auch. Ja? Das heißt, wir definieren den Punkt. Mach das ein bisschen, sodass du ein Gefühl kriegst, wie das ist. Der Oberkörper mitdreht und ja, genau, schön. Lass den Oberkörper locker. Das heißt, wir drehen ein bisschen von hier. Lass den Oberkörper, auch die Arme ganz, ganz mit schlenken. Ja, genau, einfach schlenken lassen. Genau, ganz, ganz, alles ist ganz locker. Ja, super. Okay, jetzt geh wieder ganz normal und beobachte den Unterschied zwischen deinem rechten Fuß und deinem linken. Einfach nur zu spüren, dass du wirst merken, dass der rechte Fuß, du hängst noch immer. Merkst du? Wir ändern schon irgendwie dein Bild von dich, weil wir bringen den Schwerpunkt nach vor. Ja? Jetzt, es gibt, bleib mal kurz stehen, wir machen das natürlich auf die andere Seite. Das ist ja so, dass die anderen beide Füße gleich sind. Und langsam ändern wir das Bild von den Leuten, sodass der Schwerpunkt weiter nach vorne ist. Das heißt, wenn du versuchst normal zu gehen, wo man eigentlich mit den Fersen aufkommt, Schritte sind ein bisschen zu groß, wenn wir dann den Schwerpunkt nach vor bewegen und den Fuß kommt nur zum Boden zum Drücken, sobald es definiert ist, dann werden wir nicht nur auf das Landen konzentrieren, sondern eher das Wegdrücken. Mhm. Ja, das ist immer das Wesen, das ist immer eine Idee. Und es geht darum, dass ich nicht erzähle, was richtig und falsch ist, sondern dass die Leute ein Gefühl selbst kriegen. Merken. Sie müssen es fühlen. Mhm. Sie müssen fühlen, aha, wenn ich hier drücke oder wenn ich hier lande, wie fühlt sich das an? Und das ist das Wichtigste, dass sie spüren, aha, es hat irgendwas mit dem ganzen Körper zu tun, was gut passiert. Wir müssen dann langsam zu einem Ende kommen. Ich lasse mal einfach noch ein bisschen da gehen und noch ein bisschen und das da drauf kommen. Die Feldenkreismethode heißt grundsätzlich, wenn man sie überhaupt so kurz zusammenfassen kann, das natürliche Bewegungsverhalten wieder zu bemerken. Ja, und, zu und es an sich selbst entdecken. Das gibt es nicht nur fürs Laufen, es gibt es für alles Mögliche. Gut, wenn Sie da jetzt Interesse bekommen haben und sagen, da möchte ich mehr dazu wissen, dann können Sie natürlich ein Seminar vom Wim machen. Wo Sie das machen können, erfahren Sie bei uns unter der bekannten Nummer 0800 22 69 45. Sie können natürlich das im Buch nachlesen. Gentle Running heißt es, Laufen nach Feldenkreis, erschienen im NP-Verlag, der Verlag des Niederösterreichischen Presshauses.